Der Ort der Aktion wurde erst kurz vorher bekannt gegeben. Die Demonstranten hatten Angst, die Polizei könnte ihre Pläne durchkreuzen. Ja, das Zeug ist super scheiße, ungesund, mit Pestiziden belastet, hier fertig gerichtet. Blockade einer Aldi-Filiale in Ottensen. Aus Sorge darüber, dass immer weniger Konzerne einen immer größeren Teil des weltweiten Handels mit Lebensmitteln kontrollieren und so Bauern und Konsumenten ihre Bedingungen diktieren. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen, weder von Aldi noch von der Politik. Was Aldi, Lidl und die Discounter zuletzt bei den Milchlistereien geboten haben, das ist modernes Raub-, Ritter- und Freibeutertum. Sommer 09. Alles hat damit begonnen, dass Aldi den Milchpreis drastisch senkt. Die anderen Discounter ziehen nach. Milchbäuerinnen hungerstreiken vor dem Bundeskanzlerinnenamt in Berlin. Kühe müssen notgeschlachtet werden. Vorm Aldi wacht der ehrwürdige Roland mit scharfem Schwert über die Marktgerechtigkeit. Heiliger Geist, komm, in unsere Sorgen und Nöte, komm, Heiliger Geist. Das hat der Spielbodenplatz im Herzen von Hamburgs Rotlichtviertel noch nicht erlebt. Das hat die Arbeiterbewegung in 100 Jahren noch nicht gesehen. Ein katholischer Bischof als erster Mai-Redner. Jemand dachte, na ja, wenn in Hamburg Schwarz und Grün zusammengehen, dann können doch auch Kirche und Gewerkschaft zusammengehen. Und besonders interessant fand ich die Aussage, es wird ja auch Zeit, dass die Kirchen endlich den Himmel verabschieden und sich um die Erde kümmern. Meine Damen und Herren, ich fand diese Aussage deshalb so interessant, weil sie grundverkehrt ist, denn Himmel und Erde, die gehören zusammen. Wir sind nicht hier, um die Verbrüderung von Kirchen und Gewerkschaften zu dokumentieren. Wir sind hier zu einem Interview verabredet in Sachen eines heißen Eisens. Es geht um den Kampf um würdige Arbeitsbedingungen beim Discounter Aldi. Die Fernsehleute haben ihre Übertragungskabel schon gekappt und so stehen wir allein hier am Tag der Arbeit mit einem Camcorder. Ja, hier am 1. Mai in Hamburg sind ganz viele Verkäuferinnen und Verkäufer dabei. Da gibt es auch Leute, die bei Discountern arbeiten und vor allem die haben natürlich gute Gründe zu sagen, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Es ist in den meisten Filialen so, dass es chronisch unterbesetzt ist, dass die Leute in Teilzeit arbeiten, dass die oft alleine auch an den Kassen arbeiten müssen, die Regale einräumen müssen. Und sie arbeiten oft genug ohne Betriebsräte, das heißt ohne echte Arbeitnehmervertretung. Aldi erlaubt keine Filmarbeiten. Machen Sie die Kamera bitte aus. Ich muss die Kamera nicht ausmachen. Der Laden, hier wird nicht gefilmt, ganz aber einfach. Aber ich darf hier stehen. Das ist ja öffentlicher Grund. Das ja, das nein. Aber von außen darf man bestimmt. Ab hier, bis hier dürfen Sie filmen, aber da nicht mehr. Wir haben geschossen, danke. Ich möchte bitte nicht, dass hier gefilmt wird. Ist das so schwer zu verstehen? Dann rufen Sie bitte bei mir in der Zentrale an. Rufen Sie an, fragen Sie, ob Sie hier filmen dürfen. Wo soll ich denn da anrufen? Ja, hier. Mein Bezirksleiter können Sie anrufen. Oder gerne bei uns in der Zentrale dürfen Sie anrufen. Fragen Sie, ob Sie eine Filmerlaubnis kriegen, ansonsten möchte ich es ja bitte nicht. Unser Drehversuch verläuft wie ein Umtauschwunsch nach Feierabend. Gern würden wir die Geschichte des ganzen Aldi-Konzerns erzählen, doch wie durchbrechen wir die Mauer des Schweigens, welche die Mutter aller Discounter um sich errichtet hat?
So bleibt die Geschichte, wie so vieles bei Aldi, an den Kassiererinnen hängen. Ich wollte uns nachfragen hier nach der Geschichte des Ladens. Dafür habe ich im Moment keine Zeit. Das verstehen Sie sicher. Hallo. Ich habe da meine Einkäufe getätigt und habe dann ein großes Plakat gesehen, Hausfrauen gesucht. Täglich oder wöchentlich, stundenweise oder auch. Und da habe ich mich dann beworben beim Aldi. Ja, sobald man irgendwie den Mund aufmacht und seine Rechte in Anspruch nehmen will, die ja schwarz auf weiß existieren, tja, wird man unbequem und dann wird sich da irgendwie was ausgedacht, um einen loszuwerden. Drei Aldi-Kassiererinnen. Eine, die gerne bei Aldi arbeitet, eine, die im Frieden und eine, die im Zorn gegangen ist. Über sie kommen wir in Kontakt mit den Autoren des Schwarzbuch Aldi, ein geheimnisvolles Kollektiv, das sich vorgenommen hat, den Aldi-Konzern unter die Lupe zu nehmen. Das Schwarzbuch Aldi, ja, soll im Grunde genommen aufzeigen, dass dieser schmucke Konzern, der ja bei den Käufern und bei der Bevölkerung allgemein ein hohes Image hat, angeblich auch wegen der tollen Bezahlung, eigentlich genau das Gegenteil praktiziert. Dass also sehr viel Arbeitszeit einfach unbezahlt entgegengenommen wird und die Milliarden der Brüder Theo und Karl Albrecht ja, ihren Reichtum dadurch haben, weil Menschen unbezahlte Arbeit leisten. Aldi ist nach wie vor Kult. Er hat eine große Akzeptanz bei vielen Konsumenten, die eigentlich gar nicht wissen, was sich hinter den Kulissen abspielt. Und wenn wir durch so ein Aldi-Schwarzbuch aufdecken, wie die Warenverhältnisse sind, könnten wir ein bisschen Aufklärung, ein bisschen kritisches Bewusstsein unter den Konsumenten leisten, erzeugen. Die Schwarzbuch-Aldi-Autoren wollen den Konzern gläsern machen, die Arbeitsbedingungen bei Aldi erforschen und dann ein Buch über Aldis Schattenseiten schreiben. Aber es ist halt eine Systematik dahinter, dass sie Stunden abschöpfen, die im Grunde genommen weit über das hinausgehen, was als Bezahlung für die außertariflichen Leistungen ausreichend wäre. Das heißt, das zu propagieren und sauber auszuarbeiten, wäre dann auch ein Stück weit weg mit dem Mythos Aldi. Das Rechercheteam Schwarzbuch Aldi hat sich vorerst in Klausur zurückgezogen. Drei gegen Aldi, einer für das Aldi-Prinzip. Ita Brandes, ehemaliges Aldi-Vorstandsmitglied. Hätte ich die Tüte mitbringen sollen, ne? Während die Schwarzbuchautoren recherchieren, ist er mit seinem aktuellen Buch Aldi-Diät für Deutschland unterwegs. Monster. Kein Kochbuch, eher Politik. Diät heißt nämlich, das kommt von den Griechen, Diät. Und das heißt gesunde und vernunftgemäße Lebensweise. Ja. Und da habe ich gedacht, das passt zum Staat. Ja, richtig. Der soll auch mal vernunftgemäß arbeiten. Man macht ja nichts. Nein, aber weil sich keiner mit auf die Straße begibt und was gegen tut. Richtig. Es müsste mal wirklich gucken jeder. Gucken Sie England, gucken Sie Frankreich, die stehen da, die treten für ihre Sachen. Aber hier da brennen ist auch jeder die Straße, zufrieden, ne? Wenn er was zu essen hat und wenn er noch eine Wohnung hat. Mhm. Aus Pause, Ende. Ich kann mir auch nur hier oder Lidl leisten. Ja. Und es geht hier um Rezepte für eine einfache Politik. Ja. Und bei einfach ging ich davon aus, man muss mehr drüber nachdenken, was ist wichtig. Richtig. Und sich darum kümmern. Und dann kann man vieles andere weglassen. Richtig. Und dann ist es einfacher. Ne? Aldi lässt ja auch vieles weg. Ja, ja. Nun ist ja der Gedanke hier, dass man diese Erfolgsprinzipien oder wie man ein so großes Unternehmen wirklich gut führt, ob man die nicht übertragen kann auf den Staat. Aber die Führung auch, des Unternehmens. Nicht? Das versuchen Sie. Es wird nur noch kassiert, ne? Der an der Kasse. Ja. Regale muss man sich selber reinstellen und ausräumen. Ne? Ja. Und irgendwie. Sie meinen das im Staat auch so, ne? Ja, also ich denke, das ist ja letztendlich das, was die Gesellschaft versucht, das Maximum an Gewinn rauszupressen. Ja. Ne? Koste ist was, egal, wie die Kosten hinterher aussehen. Und wer ist bezahlt, oder? Ja. Eine Aldi-Partei. Eine Aldi-Partei. Genau. Die wirklich das Böse rausziehen und das Unwichtige erstmal weglassen. Das sich Unwichtige nur auf die weglassen, Hauptsachen spezialisieren. Ja.
Und gute Qualität, ne? Richtig. Oder? Ja, ja. Wir zahlen ja auch echtes Geld dafür. Und arbeiten und vogeln. Na. Ja. Das wäre vielleicht noch was. Mal, ob wir den Theo noch animieren können dafür, der ist ja jetzt 85. Der hat ja eh noch genug Geld. Also. Die interessieren uns. Ich meine so als Vorsitzenden, ne? Ah ja, das wäre Ehrenvorsitzender. Ja, Ehren, genau. Präsident forever. Okay, dann sage ich noch einen schönen guten Tag. Ja, und bitte. Wünsche noch. Alles Gute. Also Ihr Vorschlag ist gut. Jo, Vorschlag ist gut. Jo. 50 Jahre Aldi, wird denn das groß gefeiert? Das wird mit Sicherheit nicht gefeiert. Das Datum ist auch nicht ganz klar. Und Aldi tut das, was sinnvoll ist. Und sowas muss man nicht unbedingt feiern. Das machen die nicht. 50 Jahren, wie lange waren Sie denn dabei? Ich war 14. 14 Jahre bei Aldi. Ja. Und es war ganz schön. Ich passte zu dem Unternehmen. Ich bin einfach ein Hamburger Butcher.